Katharina, herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg beim Stuttgarter Stadtpokal. 7-5-6-2 gegen Sinja Kraus, jetzt gerade im Finale. Es war ein super enger erster Satz, du bist dann richtig gut reingekommen und bist im zweiten quasi davongerauscht. Für uns hast du einfach wieder wie im Halbfinale fitter gewirkt als sie. Ja, ich habe versucht halt direkt von Anfang an da zu sein, dass ich vielleicht so einen Knackspunkt finde, wo sie dann sagt, okay, vielleicht habe ich heute keine Chance. Ja, ich habe einfach meine Beine in die Hand genommen und bin gelaufen. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Beide Oberschenkel waren getaped heute. Die haben aber scheinbar gehalten. So haben wir es zumindest gesehen. Ja, ich wurde gestern Abend noch behandelt. Das hat echt gut getan. Und dann heute Morgen habe ich gesagt, komm, Ibu rein, einfach Tape drum und ein Match geht noch. Okay. Wo geht's für dich jetzt als nächstes hin? Fliegst du zum nächsten Turnier direkt, machst eine Woche Pause oder wie läuft es jetzt? Ich habe jetzt eine Woche Pause. Ich habe tatsächlich eigentlich eine Wildcard angeboten bekommen für nächste Woche Versmold. Aber mein Körper ist einfach jetzt mal platt und deswegen Woche Pause und dann ab nach Aschaffenburg. Dann wünschen wir dir viel Erfolg in Aschaffenburg in 2 Wochen und danke, dass du da warst. Hat uns Spaß gemacht. Danke. Danke.